Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Und ja, Freunde, ich habe meine Drohung wirklich wahrgemacht. Es wird wieder ein lamer Kampf hier. Also, wer sich gerne die Hilfe gibt, bei den Schleimviechern, bei dem tiefen Wasser, extra lahm, diesen Titan hier im Nahkampf zu machen, dem wünsche ich viel Spaß. Bei mir gibt es mal das, was ich am besten kann. Aber gut, warum nicht? Acht Asche Estus Flakos könnten reichen, wenn ich noch ein bisschen tapferer wäre. So, und jetzt legen wir mal los. 26. Ey, es ist so wenig. Es ist eigentlich. Aber egal, man kann es schaffen. Mit den Flakons. Ich probiere das jetzt. Und wenn das nicht reicht, dann kriegt er eben den Rest sonst wie. Ja, ich ab und zu vielleicht auch mal nach unten gucken. Wie vorhin, ey. Unfassbar. Ja, ist auch egal, wo ich ihn dann treffe, aber. Oh Mann, das ist im Gegensatz zu dem anderen Titan echt ein Klops. Und er wird halt nur aktiv, wenn man zu ihm geht. Und dann erstmal wieder raus aus der Suppe. Sehr unangenehm. Ey, es kann doch nicht sein, dass das so wenig Schaden macht. Ich weiß nicht, im letzten Part, als die ersten Treffer, die waren doch mehr, oder? Das irgendwie mit dem Kopf zu tun, dass ich da den. Das war doch bei dem anderen genauso, seine Schwachstelle oder so. Wie waren das? Ach, jetzt habe ich schon wieder nichts mehr. Vorhin habe ich mehr Schaden gemacht, ich könnte es schwören. Lass mich mal in Ruhe. Will nur mal an dem Kopf ein bisschen rumprobieren. Aber bei dem Helm bestimmt nicht. Doch, 80! Jetzt habe ich irgendwie wieder seine Schwachstelle. Anscheinend. Doch, es muss mit dem Helm zusammenhängen. Ich weiß auch nicht. Aber so ist das natürlich, ne? Mit dreifachem Schaden ungefähr ist das natürlich deutlich angenehmer. Und dann hätte ich gar nicht so viele Flakons gebraucht. Aber gut, mal schauen. Vielleicht wird er ja noch aktiv, wenn ich ein bisschen runterrobbe. Kann doch nicht sein, dass er sich das gefallen lässt, solange ich nicht in seine Nähe stapfe. Mal schauen. Jetzt habe ich halt auch nur ein Heilflakon. Das heißt, der Ausflug ist ein kurzer. Aber er lohnt sich, wenn ich mich so bei dem Titan umschaue, was da noch so rumliegt. Das geht auch voll immer in die Ausdauer, ne? Dieses Zaubern. Ah, einen muss ich noch trinken. Es war ein bisschen übertrieben. Mit 9 Flakons, gebe ich zu. Aber ich ging ja auch erst davon aus, dass dieser kleine Schaden bleibt. Aber nein, das ist eine Schwachstelle wie beim anderen Titan auch. Der Kopf. Und mit dem nächsten Treffer wird er nun kampflos untergehen. Schön. Wunderbar. Dann können wir uns jetzt ja durchkämpfen wegen den Schleimviechern und erst dann alles sammeln. Das ist schon, wie langsam ich bin. Das sind auch keine One-Hits. Ah, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Oh shit, ob ich das überhaupt an einem Stück schaffe? Oder ob die Viecher mich killen. Na gut, ich kann jetzt natürlich auch das tun. Aber das ist nicht so wirkungsvoll gegen die Viecher. Aber egal, ist mir jetzt lieber wie mit denen zu kuscheln. Oh, einen kann ich ja ruhig mit dem Schwert machen, ne? Das ist ja nicht das Problem. Aber wenn das mehrere sind, die können ganz schön schnell dann zuhauen. Das gefällt mir nicht. Was, schon wieder leer? Eieieiei. So, nee, 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 nee. Ich mach euch hier nicht im Zweierpack. Ich hab gesehen, zu was das führen kann. Einmal und den anderen machen wir dann im Chill-Modus mit der Waffe. So, da. Da hinten ist noch einer. Das können wir uns ja trauen. So, der nächste bitte. Da ist niemand mehr. Ich glaube, das war's. Kann auch nichts mehr anvisieren. Gut, dann gehen wir mal farmen. Wir haben Trunks Stiefel. Oder Trunks Stiefel. Muss man uns nochmal anschauen. Trunks Schulden. Also wir bekommen hier anscheinend Trunks Set. Warum auch immer. Trunks Kleidung. Trang. Nee, es ist kein Typ. So heißt das halt. Trang.
Gucken wir uns dann gleich mal an. Was das überhaupt sein soll. Bleiche Zunge? Das kommt mir bekannt vor. Oh shit, was ist das? Was ist das? Ich weiß noch nicht, was es ist, aber... was bist du denn? Ja, du fühlst dich in dem Schlamm hier bestimmt super wohl, aber ich kämpfe bestimmt nicht mit dir. Ich weiß nicht mal, was du kannst und... ist das ekelhaft. Dass dir da dran gekrochen kommt. Geht's noch? Kannst du nicht anvisieren. Jetzt. Oh, schade, das ist ja lame. Ja, wir werden nie erfahren, was du kannst, aber du warst bestimmt keine Ausnahme. Dich wird es bestimmt öfters geben. Das sah eklig aus. So, wir wollten noch ein bisschen was holen. Ich überlege gerade diese Zungen. Die waren, glaube ich, für einen Eid gut, oder? Hier haben wir... Oh, eine große Titanitscheibe. Sehr gut. Und eine große Seele. Da hinten leuchtet es noch. Sehr auffällig. Unter der Treppe scheint nichts zu sein. Gut. Ah, da haben wir auch noch die Waffe von Trang. Nämlich den Doppelhammer. Oh, da fällt mir ein... Wir können ja ruhig mal stehen bleiben. Hier ist ja nichts, ne? Okay. Wir hatten da noch ein paar Waffen gefunden. Die sollte ich mir mal anschauen. Das war zum einen... Das Söldner-Doppelschwert? Ne, das hatten wir schon. Ja, jetzt geht die Sucherei wieder los. Das ist echt furchtbar mit mir. Banditen-Doppeldolche. Also auf jeden Fall hier Drang Doppelhammer. Braucht sogar nur 18 Stärke. C und auf B. Okay. Ein paar Hämmer der Drangritter. Die Nachfahren aus dem legendären Land der Bindung des Feuers. Die Ritter lösten ihre Gemeinschaft auf und verdingten sich als Söldner, die schnell wegen ihrer schildlosen, aggressiven Taktik gefürchtet wurden. Fertigkeit Wirbelschlag schlägt in einer großen Drehbewegung auf Gegner ein und nutzt den Schwung für einen... Na gut, das kennen wir schon. Dann hat man noch was anderes gefunden. Hier, den heiligen Zweisack. Ein silberner Zweisack verziert mit einem heiligen Symbol, der früher vom heiligen Klimt verwendet wurde. Er legt die Waffe ab. Er legte die Waffe ab, die sich aus dem Glauben ihrer Trägers näht, nachdem er seinen eigenen Glauben verloren hatte. Fertigkeit Vorstoß. Haltet den Speer in Hüfthöhe und stürmt auf den Gegner zu. Verwendet dabei einen starken Angriff, um die Reichweite des Vorstoßes zu vergrößern. Ich glaube, das hat man schon bei manchen Gegnern gesehen. Klingt also nach einer Waffe für... Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Typen mit Glauben. Ja. Hat auch eine Skalierung darauf. Bringt uns also nichts. Ja, das war's, glaube ich, an den neuen Waffen, die ich noch nicht gelesen hatte. Gut, dann... Was haben wir noch? Was wollte man noch? Irgendwas wollte ich noch nachgucken jetzt. Schon wieder aus dem Sinn. Aber kommt bestimmt wieder zu mir zurück irgendwann. Okay, ach ja, ja, Mensch. Taugt die Rüstung denn was? Die Drangrüstung. Feuerhüter? Wo sind die? Wie wird das denn immer geordnet, ey? Da, Drangrüstung. Nee, bringt's nicht. Blitz scheint da ziemlich im Fokus zu sein. Also Resi zumindest. Okay. Trotzdem mal lesen. Eine Rüstung der Drangritter, den erklärten Nachfahren des Landes, das für die Legende der Feuerbindung berühmt ist. Diese edle Rüstung, die mit seltenen Geistahl verstärkt wurde, ist zugleich leicht und robust. Die Drangritter waren gefürchtete Söldner, bis ein Verrat sie in den Abgrund zwang, wo sie für immer voneinander getrennt waren. Tja, ich nehme mal an, der Hut kann nichts, aber ich gucke lieber nochmal. Gab es überhaupt einen Hut? Offensichtlich nicht. Zerfledderte Stoffmaster, Helm des namenlosen Ritters, Assassine, nö, gab's nicht. Gut, der Rest wird auch nicht so wichtig sein, nehme ich an. Klerikerhose. Drangstiefel, hier haben wir sie. Ja, man sieht's, also immer die Elemente gehen relativ gut hoch. Da wird dann nichts Besonderes mehr drin sein. Schade. Bringt mir jetzt nichts. Dieses neue Set. Okay, wir haben da aufgeräumt. Wir könnten da jetzt hoch. Ich gucke gerade mal, ob auf der Seite jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit war, hochzukommen. Aber wahrscheinlich nicht.
Nee, das war's dann wohl. In der Ecke habe ich mich jetzt noch gar nicht umgeschaut. Das sieht so aus, als wäre hier gar nichts, aber. Ah, doch, natürlich. Was war das denn schon wieder? Irgendjemand ist schon wieder gestorben. Ihr habt's aber mit dem Sterben heute. Ich gucke jetzt nochmal hier kurz. Ob da irgendwas ist. Oh! Und wieder was ist. Ein Hebel. Ja, dann wollen wir mal ziehen. Oh. Okay. Mal davon abgesehen, ist das da oben jetzt eine Brücke? Müsste ich ja dann glatt mal überprüfen. Auf jeden Fall schicke Einrichtung. Ich kann jetzt da noch problemlos durch. Das war ja auch zu erwarten. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich mich eingesperrt hätte. Gut, man hätte einen Heimatknochen benutzen können, aber sowas macht ja die Soul-Serie eigentlich nicht. Dass man auf sowas angewiesen ist. Vor allem, wenn ich keinen hätte, ne, dann wird man blöd gucken, okay. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob da oben jetzt. Ich nehme es mal stark an, dass man da jetzt drüber laufen kann. Muss ich gleich mal dann austesten. Aber jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir erst noch ein bisschen weiter gucken. Ich hoffe, ich hatte da hinten jetzt alle Abzweige gemacht. Es könnte sein, dass da noch einer offen war. Ja. Wir werden es schon noch mal überprüfen dann. Jetzt gehe ich erstmal hier weiter. Da waren nämlich auch noch Items da oben. Aber das sah dann wirklich langsam mal so aus, dass da. Also es wäre jetzt langsam mal wieder Bosszeit, oder? Wir sind hier schon eine ziemliche lange Weile ohne Boss ausgekommen. Gut, lag natürlich auch daran, dass wir eigentlich zwei Gebiete gemacht haben. Und das eine ja dann abgebrochen haben. Oh shit, das ist aber eine unangenehme Konstellation von Gegnern, vor allem wenn man bedenkt, dass ich mich nicht heilen kann. Aber ich kann zaubern ohne Ende. Also sollte ich das auch nutzen. Meine einzige Überlegungschance ist natürlich hier die Leute rauszupullen. Oh shit, der ist ja auch noch stark. Ganz schlechter Zeitpunkt, dass die Magie flöten geht. Ganz, ganz schlecht. Super, jetzt gucken wir erstmal, was mir danach kommt. Oh! Jetzt kommen sie alle. Shit, ich häng fest! Nein! Warum häng ich denn so blöd fest? Oh, das war blöd. Oh Mist, da ist ja. Oh, ich muss hier raus. Die haben bestimmt keinen. Die sind da bestimmt nicht verlangsamt, dem blöden Wasser. Wenn sie da überhaupt reingehen. Kommt ihr? Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Ihr feigen Schweine. Ja, ich weiß, das sag gerade ich. Die gehen da nicht rein. Dann könnte ich das ja ausnutzen. Oder ich war ihnen jetzt nur zu schnell. Wobei das bei meiner Geschwindigkeit in dem blöden Wasser fast unmöglich ist, dass ich ihnen zu schnell war. Vielleicht haben sie keinen Bock auf die Suppe. Das müssen wir jetzt natürlich nochmal überprüfen. Der André ist vor allem fast tot. Also, den will ich doch schon gerne anvisieren und töten. Was zum Teufel? Wo hat er hingeschossen? So, jetzt habe ich den schon mal weg. Der Feuertypi kommt, aber keine Zeit, den zu machen eigentlich. Boah, was macht denn der andere Ritter jetzt? Seid ihr alle blind und dämlich? Du lebst. Nein, du lebst nicht mehr. Du hattest nur Glück, dass du nochmal dran kamst. Okay. Ja, dann will ich dich mal hier rauspullen, mein großer ritterlicher Freund. Schöner Schaden. Ja, wenn man halt kein Schild hat, ne? Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Oh, schön. Gut. Ich glaube, wir haben hier gerade eine glückliche Phase. Der ist auch down. Boah, was ist das für ein geiler Thron? Den muss man sich mal reinziehen. Und dahinter wieder die Typ. Oh, shit, hi. Ich störe ungern eure Gebete. Aber wer weiß, wann ihr sie beendet und mich töten wollt. Das Zeug dazu hättet ihr ja. Ah, jetzt holen wir uns endlich mal das Item, was ich schon so lange gesehen habe. Es ist Glut.
An so einer Stelle Clou zu benutzen, wäre vielleicht wirklich mal. Ich sage das mir so oft, ich verpasse immer wieder Invasion und so. Und wenn der Boss tot ist, dann geht es halt nicht mehr, was ich übrigens auch schade finde. Ich weiß, aber. Ja, Clou. Klar, ich habe genug, ich könnte es eigentlich wirklich mal machen. Damit mir nichts entgeht. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer so geizig bin, aber wenn ich dann sterbe, dann ärgere ich mich nur wieder drüber. Es ist irgendwie seltsam. Ist übertrieben geizig, ich weiß. So. Lang geht das nicht mehr gut. Aber wir kriegen wenigstens das hier noch sauber. Okay, mal gucken, ob ich da was machen darf an diesem Thron. Blutfleck berühren? Nein, das ist langweilig. Kann ich da hoch irgendwie? Auch nicht. Ich muss mich mal aufrichten hier. Ich liege hier fast. Und das ist keine gute Zockerpose. So. Schauen wir doch einfach mal hinter den Thron. Scheint aber auch nichts mehr zu sein. Ach, guck mal an. Eine Nebelwand. Die gibt es also doch noch. Schade eigentlich. Ich fand das irgendwie schöner mit, wenn man zum ersten Mal durch das Gebiet geht, dass dann erstmal, ja, dass man erstmal überrascht sein darf. Und ab dann gibt es die Nebelwand. Das fand ich schicker. Hätten sie ruhig durchsetzen, also weiterhin so machen können. Na gut. Dann wissen wir definitiv, dass da hinten was kommt. Aber bevor wir da hingehen, können wir eigentlich noch diesen das erledigen. Ja, sind wir wieder da. Jetzt gucke ich mir noch die andere Seite an. Dann ging es ja an der einen Stelle auch noch hoch. Dann wollte ich auf der anderen Seite nochmal gucken, ob da auch nicht noch ein Weg war. Upsala. So schnell geht das halt nicht. So, hier. Und dann wollte ich noch die Brücke checken, die wir gemacht haben. Und dann wird es natürlich auch interessant, wo du hinführst. Mann, 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 ist das ein großes Gebiet, aber es macht echt Spaß. So, wo bin ich denn jetzt? Bin ich denn jetzt schon wieder? Ah, jetzt sehe ich auch die vermeintliche Brücke, die doch keine ist. Obwohl doch. Nee, da hinten ist ja nix. Aber was hat mir das gebracht? Wenn der Titan noch lebt? Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht wird es bald Sinn ergeben. Hier haben wir noch ein großes Tor. Das könnte das Tor sein. Also, das könnte wirklich der Eingang mal sein. Der fehlt ja noch. Ja. Das perfekt hier. Jetzt haben wir den großen Eingang also auch offen. Sehr schön. Das wirkt dann ja auch fast so, dass wir die Kathedrale dann mal durchhaben. Nach dem Boss. Mal schauen. Jetzt die eventuelle Brücke. Hey, Kumpel! Und ich glaube, er ist auch der Grund, weswegen ich erst hier in das Gebiet gehen sollte. Und dann das andere. You look reasonably sane. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure. Always so close, yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. Well, just hold your horses a moment. I know. Treasure is so sorely tempting. Also entweder ist es vollgespickt mit Fallen oder er hat gerade keinen Bock oder er ist halt so freundlich und überlässt sie mir. Okay. Ach, ich liebe diese Zwiebelritter, beziehungsweise diese Ritter von Katharina.
Ein tolles Land. Ich stelle mir das so richtig ulkig vor, das Land. So ein Teil soll es mal geben. Okay, ist dann zwar kein Action-Rollenspiel mehr, wahrscheinlich eher sowas zum Lachen, aber ich fände das mal toll. So eine schöne Parodie aus Katharina. Oder Katrina? Egal. Zwiebelritterland. So. Okay, ja, Schatzkammer. Das erklärt auch die Sache mit der Brücke. Freue ich mich natürlich. Denn ich gehe da jetzt hin. Wenn er nicht will, Pech gehabt. Aber wir sollten aufpassen. Vielleicht passiert ja noch was. Ist das cool. Okay, dann drüber. Da kann ich ruhig drauf, ne? Passiert nichts. Oh shit. Was passiert denn jetzt? Shame on you, you greedy guts. Thought you could outwit an onion. Wie mies! Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. Patch, die alte Hyäne hat mich mal wieder verarscht. Tja, mein Freund. What? Jetzt macht er mich auch noch an? Tja, mein Freund. Das war wohl ein Satz mit X, ne? Hast so einen tollen Plan gehabt. Und er hat mich auch voll erwischt. Wobei, bisschen komisch, also man hat schon gemerkt, also es ist nicht der Zwiebelritter-Typi, den wir schon mal getroffen haben. Er hatte uns ja, ne, gegrüßt und so. Ja, das hätte jetzt gefallen, ne? Mich hier zum Titan zu schicken. Leider habe ich das schon vorhin getan, mein Freund. Aber cool, dass er darauf eingegangen ist. Und sich jetzt so künstlich aufregt. Ey, diese Halunke, ne? So, jetzt mache ich das Ding wieder hoch. Auf eine Schatzkammer werde ich jetzt wohl nicht hoffen dürfen. War alles nur Verarsche. Aber es ist echt cool, dass sie daraus jetzt sogar eine Szene gemacht haben. Sonst haben sie einen ja. Ja, gut, das andere waren auch mal eine Szene, wenn sie einen immer runterschubsen und so. Man hat ja förmlich drauf gewartet. Der musste ja wiederkommen, ne? Sehr cool. Ah, war das gut. Der musste ja wieder vorbeikommen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das heißt, ich muss jetzt wieder den Umweg hier nehmen. Okay. Ist ja nicht schlimm. Das alte Mistvieh, ey. Wie gut ist das denn? Schon gut. Aber der Riese ist nicht mehr. Mal gucken, ob der Typ sich jetzt verdünnisiert, während ich wieder auf dem Weg zu ihm bin. Weiß gar nicht, ob ich. Na, töten? Nein. Nein, wir würden ihn jetzt deswegen nicht angreifen. Wir sind ja nicht rachsüchtig, oder? Klar, wir wurden veräppelt, aber vielleicht kann er uns ja noch irgendwie nützlich sein, falls er überhaupt noch da ist. Ich höre hier ja noch Typen. Da lebt ja noch einer. Geht ja mal gar nicht. So. Betstunde vorüber. Okay, jetzt das hier. Oder bin ich jetzt noch richtig? Ich hoffe doch. So. Jetzt gibt's Stress, mein Freund. Könnte natürlich auch sein, dass er uns angreift. Warum ist der. Das ist so eine Halunke, ne? Warum? Was habe ich dem getan, dem Kerl? Nichts habe ich ihm getan. Nichts. Ah, das Event war lustig. So. Ja. Und nu? Ist der Typ weg und das Ding ist wieder runter? Warum? Wir haben das jetzt wieder runtergefahren. Och Mann. So wird das denn nie was. Ne, da hinten. Warte mal, was ist denn das da hinten überhaupt?
Oder wer ist das? Die sehen so sonderbar aus. Wieso ist das jetzt wieder unten? Oder bin ich jetzt total blemblem? Nee, da ist doch der Weg, Mensch. Da wollte ich hin, da wollte ich rüber. Aber hä? Da, hä? Bin gerade verwirrt. Hab ich noch... Da gibt's noch mal so einen Mechanismus eventuell. Ja, da hinten steht... Stehen zwei Typen, wenn ich das richtig sehe. Und der eine... Also irgendwie bin ich jetzt verwirrt, weil... Ach, ist ja nichts Neues bei mir. Ist ja nichts Neues, nicht wahr? Ich dachte, ich könnte jetzt darüber, aber das geht nicht. Okay. Sah nur so aus. Und da ist aber eventuell nochmal so ein Teil, dass ich hochfahren muss. Aber das wird von hier nicht gehen. Und da kann ich nur runter gucken, ja? Okay. Ich glaube, ich habe so einen Schalter übersehen. Okay. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal da runter. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Da ging es raus. Das wollen wir natürlich auch nicht. Da müssen wir nochmal runter. Ja. Wieder hier. So. Ja, das Ding habe ich hochgefahren. Das bringt mir halt nichts. Ja, das habe ich ja schon von Anfang an so gesehen. Ach, jetzt verstehe ich. Da, das Teil. Das war die ganze Zeit oben. Vermutlich. Und das ist runtergefahren. Beziehungsweise beide sind wieder runtergefahren. Das heißt... Nee, der macht irgendwie dann null Sinn. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich... Autsch. Hier irgendwo noch so einen Schalter übersehen. Dass ich das hier wieder... Dass ich das hochfahren kann. Aber ich wüsste nicht, wo und wie. Gut, wir sind hier eventuell auch noch nicht durch, ne? Also hier ist kein Schalter. Ich glaube auch nicht, dass ich einen übersehen habe. Damit ich auf die andere Seite komme. Oder... Kann ich das hier wieder runter machen? Ja, könnte ich. Aber bringt ja nichts. Das andere würde dafür hochgehen, aber das tut's auch nicht. Dann könnte ich es auch oben lassen. Naja. Wenn ich jetzt gleich hinrenne, ne, geht's viel zu schnell. Wäre natürlich eine super Mitfahrgelegenheit, aber nein. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Okay. Ja, ihr merkt schon, ich trödle hier wieder total rum heute. So effizient ist das diesmal mal nicht. Aber ich habe hier immer Angst, dass ich was verpasse oder nicht kapiere oder sonst wie was. Wir waren hier, wir waren da... Wir waren dann da drüben fertig. Meine ich zumindest. Ja. Mal abwarten, wie man das hier hochbekommt. Im Moment wüsste ich nicht, wo und wie. Logisch wäre es natürlich, wenn hier noch ein Schalter gäbe. Ich den nur übersehen habe, aber... Den jetzt zu suchen, habe ich jetzt auch keine Lust. Würde euch nur langweilen. Wahrscheinlich gibt es ihn nicht. Und dann suche ich umsonst. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Ecke. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir alles hatten. Ich muss aufpassen, hier leben ja wieder die Kleinen. Und ich habe nichts mehr, um mich zu heilen. Oh nein, die Hexe war hier auch. Ich höre sie gerade kleppern. Ah gut, der muss ich ja nicht. Oh, ich glaube, ich habe gerade ein Flakon geschenkt bekommen. Wie nett. Dankeschön. Das ist sehr nett. Also ich bin mir nicht sicher, ob da hinten noch ein Weg war. Ich muss... Da! Oh Mist, da war auch ein Ritter. Shit. Ritter habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich die... Möglichkeiten. Ich werde mal versuchen, den jetzt nicht zu machen. Vielleicht kann ich ihn loswerden. Ja, hier war ich noch nicht. Ah, ich muss ihn machen.
Loot, ich muss machen, sonst wird das nix hier. Boah. Sind wir hier wirklich allein oder kommt da jetzt gleich noch was? Ich höre doch da was. Ah, was ist das da? Oh, nö. Oh, Leute. Doch nicht alles auf einmal. Was ist das denn? Was ist das Vieh da hinten? Ich will's sehen. Wow. Was ist das für ein Teil? Okay, krass. Da müssen wir nochmal hin. Da haben wir wenigstens was zu tun. Was ist das denn für ein Vieh? So, welche Abkürzung nehme ich jetzt? Immer noch die, ne? Das ist die beste. So. Ah, erstmal wieder switchen. Guter Gefährte wird was. Erst muss ich das wieder ordentlich machen. So. Okay. Also es ist manchmal ein bisschen unplanmäßig, wie ich das mache. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, war ich da schon, war da noch was. Aber meistens, irgendwas im Hinterkopf sagt mir immer, ne, da war doch noch ein was. Und dann war da wirklich noch was. Und so werden wir hoffentlich letztendlich nichts verpassen. Genau, schnell zuweisen. Denn ich meine, wenn wir jetzt den Raum dann auch noch gecheckt hätten, dann sind wir fast durch mit der Kathedrale. Dann könnten wir zur Richtung des Bosses gehen. Mal gucken, ob wir das jetzt alles noch in einem Ding schaffen. Also klar, den Boss jetzt auf Anhieb jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir können uns vielleicht mal angucken. So. Das war ja ein interessantes Vieh, was da auf einmal erschienen ist, aber ich muss den Ritter vor Ort machen. So. Weiter geht's. Ich finde das toll, dass immer zwischendurch mal so, ja, ich nenne sie mal Zwischenbosse kommen. Macht so rum so mehr Spaß. Und die Sache mit dem Mechanismus, die verwirrt mich noch ein bisschen. Da oben war ja was, also da muss man irgendwie hochkommen. Ach Mist, jetzt muss ich erst da wieder die Ritter machen. Das sind so Sachen, die nicht so viel Spaß machen, aber... Augen zu und durch. So. Mal gucken, wie laufen die gerade? Ah, super. Und die laufen dem nach. Wie so Haustierchen. Süß fast. Nicht so scheiß tödlich werden, fände ich sie echt süß. Ah, ich wollte ihn gerade noch anvisieren, Mann. Schön getroffen. So, Kamerad, bei dir. Hast du mich jetzt... Ignorierst du mich? Okay, dann ignoriere ich dich auch. Vorsicht. Ah, ich habe mich gerade an dich erinnert, mein Freund. Gerade kam die Erinnerung zurück. Nee, das war immer... Das war schon immer unten. Das war noch nie oben, das Teil. Aber... Anders komme ich nicht da hoch, wahrscheinlich. Hm. Ja, das bringt mir seltsamerweise nichts. Aber vorhin beim Zwiebelritter hat es mir doch noch was gebracht. Oder hat der das hoch... Ich weiß es nicht. Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Stehe ich mal wieder voll auf dem Johnny-Schlauch. Wir wollen jetzt da lang. Genau. Vielleicht kann ich da einfach gehen. Ein bisschen Zeit sparen. Und jetzt in Ruhe hier den Ritter machen. Hier den Ritter machen. Ah, Mist, da waren doch auch die Viecher. Shit, die muss ich erledigen, sonst bin ich erledigt. So, jetzt können wir. Tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Was war das denn? Visier ihn doch an. Er steht hier vor dir, du Blindschleiche. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob da noch Viecher kommen. Oh nein, ich häng fest. Wieso kann ich das nicht machen? Hallo? Okay, alles gut. Ich hasse ihn. Oh, der hat eine Aura. Oh, das war ein schöner Treffer auf beiden Seiten. Leider. Oh, das war nicht so gut. Oh, da schlägt er mich mit seinem Schild einfach. Unfassbar, der Kerl.
Okay, was? Stopp! 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 Oh. Ich mach den Rest, versuche ich mal mit dem... Gott, hat der Zeug um sich. Bling, bling! Ja. Oh, der ist so unangenehm, der Kerl. Hallo, Held? Stehst du auch mal wieder auf? Nee, ich bleib doch beim Zaubern. Der ist mir zu anstrengend. Ah! Ja, jedes Mal den gleichen Mist hier. Nein, ich hab ja nix. Oh! Nein, 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 nein! Warte mal, lass mich raus hier. Oh Gott. Was war das denn? Ach, ist das wegen deiner Aura? Treffe ich dann nicht? Ich krüppel hier. So. Das war einmal zu viel der Aura. Oh Gott, wie ich diese Ritter hasse. Oh Gott, war das schlecht. Und jetzt noch zu dem anderen Riesenvieh. Mal gucken, wie das drauf ist. Wo ist es eigentlich? Von der Decke geploppt, meine ich. Ah, oh Gott! Was bist du denn? Das sieht verlässlich aus. Aber es ist schon tot. Ich habe einfach draufgeschlagen wie so ein Verrückter in Panik. Und wir bekommen den Saphir von Aldrich. Den gucken wir uns mal an. Das war jetzt ein bisschen lame. Naja. Ja, Saphir von Aldrich, wo? Hier. Regeneriert FP von kritischen Angriffen. Diesen deformierten Ring hat Aldrich, der abgründige Heilige, zurückgelassen. Regeneriert FP aus kritischen Angriffen. Aus kritischen... Also wenn ich einen kritischen Angriff mache, dann kriege ich FP. Aha. Das ist interessant. Aldrich berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckungen und das Laben an den Schreien seiner Opfer mit anderen zu teilen. Das ist interessant. Fragt man sich, wie oft mache ich denn so einen kritischen Angriff und ob sich das auszahlen würde. Aber ich habe die vier anderen Ringe, die sind so schön gerade. Da fällt mir das ziemlich schwer, da jetzt was anderes reinzumachen. Na, okay. Ach ja, da liegt ja noch mein Döns. Auch nicht ohne. Gut. Ja, also auch wenn es ein bisschen schleppend gerade voranging, so haben wir das jetzt doch irgendwie gemeistert. Und bis auf diese eine Sache mit dieser Brücke, die unten ist. Aber vielleicht erklärt sich das ja, wenn der Boss tot ist. Ich weiß nicht. Aber von der Sache mal abgesehen hier, dass ich dann da oben irgendwie nicht hochkomme so richtig, bilde ich mir jetzt ein, dass wir hier so ziemlich alles gemacht haben. Und wir können uns ja mal zumindest den Boss angucken. Ja, angucken sollte drin sein. Ja, ich hoffe, das ist jetzt kein... Das wäre ein schöner Abschluss für den Part. Und das nächste Mal machen wir dann so richtig. Ist natürlich ärgerlich, dass wir durch den Tod das alles nochmal machen können. Schaut mal da runter. Das sieht ja auch krass aus. Fällt mir jetzt erst auf, ey. Oh Mann. Oh shit. Ja. Sehr krass. Das gibt's auch häufiger. Schöne Details mal wieder. Ich muss sowas feiern. Ach Mist, der Wurm. Jetzt sind wir doch noch in Action, oder? Könnte ich erstmal hier raus, bitte? Das ist ja furchtbar. Nein, danke. Nein, einfach nein. Ich will jetzt den Boss sehen. Ich habe genug von euch. Yo! Es war so schön gecleant alles und jetzt... Ich einfach nach hinten renne. Ja komm, da ist eh eine Nebelwand, was soll's. Das einzig Gute an der Nebelwand. Ups, aber ich sollte auch richtig rennen. Das passt denen alles nicht, dass ich dahin renne. Aber mir egal. Augen zu und durch. Ich will einen Boss sehen.
Der Diagone des Ab... Oh, was? Okay, erstmal weg hier. Oh, schöne Musik, ich bin mal still. Oh Gott. Ja, Leute, Musik schön. Ich habe jetzt diesen Dicken getötet. Dachte, der zieht vielleicht mal was ab. Aber der wahre Boss, er ist anscheinend noch gar nicht da. Also beschäftigen wir uns halt doch noch mit den Kleinen. Da entsteht gerade, die entstehen immer wieder, oder was? Oder bist du was Besonderes? Nö, ne? Nö, nichts Besonderes hier. Die kommen immer wieder. Das ist wieder so ein Dicker. Vielleicht muss ich alle Dicke töten. Damit da mal was passiert. Au. Okay. Erstmal ein taktischer Rückzug. Ist ja schon mal ein interessantes Vorspiel hier. Oh Gott, es nimmt ja kein Ende, ey. Das wird ja immer mehr anstatt weniger. Immer noch keinen Boss in Sicht. Nein, zu viel. Oh shit, ich lass mich voll treffen. Aha, irgendjemand hat. Es sind einfach nur viele. Muss ich wirklich ernsthaft einfach viele töten? Muss mal mehr drauf achten. Wer hat jetzt den Schaden genommen? Und warum vor allem? Ich weiß es nicht. Aber ich habe dem Boss Schaden zugefügt. Au. Das war nix. Das wird sich aber nicht ausgehen, wenn das so weitergeht. Ich muss sie halt ein bisschen einzeln kriegen, ne? So wie vorhin. Ah, das hat weh. Das schaffe ich nicht mehr. Das wäre zu viel. Das ist zu viel. War ja auch jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Die machen Feuer. Darauf kann man sich natürlich auch... Vielleicht die, wo so eine rote Aura haben. Vielleicht sind die Schlüsselträger, könnte man sagen, die den Schaden bekommen. Auf die sollte ich mich gleich fokussen. Das habe ich jetzt noch nicht ausgetestet. Da muss ich mal... Ja. Der wohl rot ist. Mal gucken, wie ich an dem am besten rankomme. Mit einer roten Aura. Es ist nur ein einziger. Das muss es sein. Das muss es sein. Mit der roten Aura. Die muss ich killen. Wo ist denn der jetzt mit der roten Aura? Der ist nicht mehr da. Hat keinen Bock mehr. Oder es war doch nur eine Aura, die irgendwie bufft und jetzt wieder verschwunden ist. Am Ende vom Lied muss ich doch einfach nur töten. Da ist er! Lass mich das mal noch... Oh nein, das war doch nichts. Aber ich töte den jetzt trotzdem. Schade, nee, das bringt nichts.
Bringt nichts. Die Aura hat nichts zu sagen. Ob dick oder nicht dick, ist auch anscheinend egal. Oh Mann. Oder ich... Ich muss auf irgendein Detail achten, oder? Die haben alle so blöde Kerzenständer. Weiß ich. Das ist ja auch nichts. Komme ich ja nicht hin. Oh Gott. Oh Mist, jetzt bin ich hier gleich down. Hi. Das sind zu viele. Ich habe noch nicht ganz gepeilt, was ich hier töten soll. Ich könnte natürlich die Sachen lesen hier, aber das will ich selbst rausfinden, ohne einfach zu lesen. Durchmetzeln hier. Auch das hat nichts gebracht. Einmal habe ich anscheinend irgendwie den richtigen getroffen, aber die Großen habe ich halt auch schon ein paar Mal getötet, ne? Meine ich, oder? Ich muss mal drauf achten. Nochmal Große töten. Auch wenn ich dazu kommen würde. Nee, die sind nicht groß. Da ist ja ein Großer dabei, aber da komme ich nicht mehr an ihn ran. Da muss ich jetzt mal probieren. Ja. Nein, die Großen auch nicht. Auch dann passiert nichts. Oh Mann. Ja. Ich metzle mich hier durch und das... Nee, das muss irgendwie eine andere Lösung sein. Oder es ist doch ein Bestimmter, den ich hier töten muss. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr heilen. Das wird nichts mehr. Gerade erschienen, du kannst gleich wieder abdüsen. Du genauso. War auch wieder einer der Großen. Tja, Leute. Soll doch keiner sagen, ich hätte nicht lange überlebt, ne? Aber. Oh, das war's. Oh ne, doch nicht. Gut. Aber ich habe das Gefühl, es werden ein bisschen weniger, oder? Weiß nicht. Oh, wieder böse getroffen worden. Ja, es ist, also wenn ich jetzt nicht, wenn ich, ich müsste irgendeinen Hinweis mal finden. So macht das keinen Sinn hier. Ich habe keine Ahnung, ich könnte hier noch ewig kämpfen. Oder halt sterben. Aber das bringt es ja nichts hier. Wenn ich da mal schaue, irgendwas anvisieren. Ich muss doch durch Zufall irgendwas Wichtiges getroffen haben. Was hier Schaden macht, aber... Großes Fragezeichen. Ah, das kriegt man einfach nicht gebacken. Das ist nix. An dem Thron auch nix, ne? Das ist, ja, da ist es passiert. Tja. Interessant. Interessant, aber hat leider nichts gebracht. Na gut, Freunde, ich werde mal in den Kommentaren lesen, was ihr so geschrieben habt. Also, ihr müsst mir jetzt nicht die Lösung für diesen Bosskampf erklären. Da werde ich schon noch selbst überlegen und rumprobieren wahrscheinlich. Aber, nee, es geht mir eher um die Kathedrale. Jetzt mal von dieser einen Sache mit der Brücke da oben abgesehen. Könnt ihr mir ja gerne wieder einen dezenten Tipp geben, ob es da noch irgendwas gibt, wo ich vielleicht was vergessen habe. Ein kleiner Abschnitt oder ein kleiner Weg. Sollte das mit der Brücke oder so, sollte das noch kommen, brauche ich das ja nicht zu wissen. Und nur damit ich halt weiß, wo ich nochmal eventuell nachschauen sollte. Ansonsten werden wir das nächste Mal dann gleich beim Boss weitermachen und das dann hoffentlich mit ja, der richtigen Lösung, wie man denn überhaupt diesen Boss bewältigt. Sehr cool auf jeden Fall inszeniert. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, ihr hoffentlich auch. Bis dahin, bis es hier wieder heißt Let's Play Dark Souls 3.